Ja, du, wir können auch noch ein bisschen über Ingwer sprechen Wir als. können auch über Ingwer Ich finde, das ist sprechen. eigentlich das Thema des Ingwer heutigen Tages. ist Thema Nummer eins. So. Also ich heiße dich jetzt einfach mal herzlich willkommen bei Hallo. Unplugged Wohnzimmer. Es geht wieder los heute mit Dominik Friedrich. Herzlich willkommen. Ja, cool. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen uns, dich hier zu haben. Vor allem, dass es jetzt wieder losgeht. Du bist unser erster Gast nach mehreren Monaten. Wie geht's dir? Super, ich hatte eine gute Reise hierher. Habe Möchtest du gerade näher drauf das. eingehen? Ja. Jetzt scheint die Sonne, ne? Jetzt scheint die Sonne, ja, aber Man muss das. sagen. Es hat gewittert gerade eben, aber das habe ich perfekt abgepasst. Genau. Du bist über die Autobahn gekommen, ne? Genau, Möchtest du ja. darüber reden? Wir können das auch rausschneiden. Ja, ich musste meinen Fahr ich bin auf die auf dem Weg hierher bin ich in die Einfahrt der Autobahn gekommen. Und weil man irgendwie nicht rübergekommen ist, und dann habe ich mein Fahrrad halt kurz über die Betonleitplanke gehoben, als keine Autos gekommen sind. Oh, voll das Abenteuer. Aber eigentlich voll wichtig, ne, weil du bist anscheinend echt viel mit dem Fahrrad unterwegs. Also sieht man ja auf deinem CD-Cover, bist du auch mit Fahrrad? Du bist leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Ja, vor allem bin ich einfach damit aufgewachsen. Wir hatten nie ein Auto in der Familie Ah, krass. und haben halt einfach alle Wege mit dem Fahrrad gemacht. So. Das ist sportlich, ne? Ja, und Ja. also mein ist keine Ahnung, ich kann es ja einfach mal so raushauen. Ich glaube, ich kann ihn ja mal nachher fragen, ob er damit einverstanden ist, sonst kann man das immer noch rausschneiden. Aber Absolut, ganz entspannt. mein Vater hat eine kaputte Hüfte und irgendwie seit einem Monat oder so ist es festgestellt worden und trotzdem fährt er alle Wege mit dem Fahrrad. Also er läuft auf Krücken Nein. und dann nimmt er die Krücken mit auf den Lenker und fährt dann damit 10 Kilometer in die Stadt. Ey, ich finde sowas hammer, sich so Ja. nicht unterkriegen zu lassen. Ja. Oh, heftig. Da habe ich auch wahnsinnig Respekt vor. Glaube ich. Gute Besserung, wenn er das sieht, gleich gute Besserung. Ja, er ist. In welche Kamera muss ich denn gucken? Also Hier, oder? ich gucke dahin und du guckst Okay. dahin, Ja, genau. okay. Ja, krass, aber ich finde es super, wenn man so aufwächst. Das heißt, du vermisst gar kein Auto. So. Nee, ich habe auch gar keinen Führerschein. Naja, ist der dann Ja. der ja auch nicht nötig. Ja, mega. Da kommt ja eben die nächste Frage, wenn wir schon ein bisschen so über Family reden und so weiter, wie du aufgewachsen bist. Bist du, also ich weiß die Antwort, aber ich stelle die Frage trotzdem, bist du gebürtiger Berliner und wenn nicht, seit wann bist du in Berlin? Ich bin gebürtiger Braunschweiger. Ach, Braunschweig, okay. Genau. Das hat nicht mal ich Nicht Dresden, gewusst. ne? Dresden Ja, denken ich viele wollte, Leute, ich war mir so weil sicher. auf dem CD-Cover von der ersten CD und ich glaube auch im Impressum meiner Homepage ist es auch noch fälschlicherweise Dresden drin. Und auf Instagram ist dann ein Bild von deinem Umzug drin, wie du von Dresden nach Berlin ziehst. Und dann Ja. denkt man, Dresden ist so deine City. Ja, ich habe vor Dresden, das war meine letzte Stadt vor Berlin, davor habe ich in Rostock gewohnt Okay. und davor in Hannover. Aber gebürtig komme ich aus Braunschweig. Krass, Da bin ich in einem Dorf aufgewachsen. also du Genau. lebst die Reise. Die Reise, die sozusagen, wo man so ein bisschen mitgenommen wird musikalisch, oder was heißt ein bisschen, voll krass mitgenommen wird musikalisch, die lebst du voll, also bist du voll der Reisetyp. Naja, also ich bin halt immer in die Stadt gezogen, wo ich dachte oder mir erhoffte, als Musiker am meisten wachsen zu können. Also ich bin immer für die Musik in der Stadt gezogen, weil in Hannover habe ich am Music College Gitarre studiert, dann in Rostock an der Musikhochschule und dann in Dresden halt auch an der Musikhochschule. Ist ja krass, also du bist deinem Herzen, dem Klang des Herzens gefolgt. Klang des Ich Herzens. bin jetzt Man so ganz, findet ja. auf meinen, also es gibt noch einen alten YouTube-Kanal, da bin ich habe meine. Ich habe in der Schule, in der Oberstufe, habe ich naturwissenschaftliches Fach gehabt, so mit Chemie, Mathe, Bio. Was man als Musiker halt so alles macht. Ja, genau. Und man muss ja eine Facharbeit schreiben. Und ich habe eine Facharbeit über das Tapping auf der Gitarre Nicht geschrieben. dein Ernst? Doch, genau. Weil Also auch mit irgendwie, was für Schwingungseigenschaften muss das ja. Holz haben oder die Saiten. Also auch so ein bisschen Was? naturwissenschaftlich so. Und da habe ich paar Stücke geschrieben, nee, nicht geschrieben, sondern gecovert, unter anderem aus dem Film Der Klang des Herzens. Und das findet man tatsächlich noch auf meinem alten YouTube-Kanal. Gibt's nicht. Also diese Überleitung, die war jetzt eigentlich keine Absicht, aber ich habe Ja. tatsächlich als vorletzte Frage kommt die Ja. Frage zu dem Film, weil das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich auf dich aufmerksam geworden Aha, bin, weil ich okay. bin
in diesem Film sowas von verliebt. Also ich habe den x-tausendmalige gesehen. Also er heißt Der Klang des Herzens, nur nochmal für alle, die gerade zugucken. Und wie halt ne, August Rush diese Gitarre spielt, ich habe das dann auch versucht, wo ich noch gar keine Ahnung von Gitarre hatte, weil mich hat das so fasziniert, diese Art. Und dann habe ich dich gesehen. Und ich war halt sofort so, dass es jemand in echt halt kann und macht. Ne? Für mich war das halt immer so, ah, ist im Film und so, ist halt eine Geschichte und so. Und dann kommst halt du so... Der erwachsene August Rush spielt da so krass auf der Gitarre. Also du hast tatsächlich die Inspiration aus dem Film genommen oder war das einfach Zufall mit der Arbeit jetzt so, dass das innerhalb von dieser Arbeit entstanden ist? Den Film habe ich irgendwie, doch einmal habe ich ihn geschaut, aber ich, also darauf bin ich nicht, darauf gestoßen oder sowas, sondern halt, als ich mich mit Happingmeer auseinandergesetzt habe. Ich wusste nicht, dass es das echt gibt. Also ist das wirklich einfach eine Art, die Gitarre zu spielen? Also guck mal, Tapping heißt im Prinzip, also ich bin echt Laie, was Gitarre angeht. Dass du normalerweise erzeugst einen Ton, indem du eine Saite anschlägst oder streichst und dann halt hier in der linken Hand greifst. Das ist, was man so klassisch kennt, genau, wie man auch klassischen Gitarrenunterricht hat. Genau, richtig. Und dann kommt so, und dann kann man aber auch Töne einfach erzeugen, indem man ohne die Töne anzuschlagen oder die Saiten einfach draufdrückt. Und das kann man, wenn man das mit links kann, kann man das auch mit rechts machen. Ja. Und dann kann man es auch mit dem Daumen machen. Ja. Ja, wenn man es kann. Ich hatte eine Sehnscheinentzündung mal in der linken Hand, da konnte ich nur mit der rechten Hand spielen tatsächlich. Aber hast du trotzdem gemacht dann? Irgendwann habe ich mir beigebracht, wie man Tapping nur mit der rechten Hand irgendwie, ich habe das ewig nicht mehr gemacht, aber... Ja. Selber beigebracht? Wie gesagt, du hattest irgendeinen Unterricht oder irgendein Studium noch oder irgendwas oder hast du dir das alles selber beigebracht? Ich hatte sehr, sehr viele Lehrer. Okay. Auf jeden Fall. Aber dieses mit dem Rechthandspielen, das habe ich halt, da war ich kurz davor, ein Konzert abzusagen, weil das wegen meiner Sehnscheinentzündung ging es einfach nicht. Und da habe ich gedacht, okay, probiere ich das? Wie geht das? Nur mit der rechten Hand. Und dann ging das tatsächlich relativ gut. Dann habe ich noch ein paar Stücke komponiert, nur mit der rechten Hand. Und so krass, konnte die Konzerte dann halt trotzdem spielen. So. Der Wahnsinn. Und genau, da habe ich... Ich bin gerade voll sprachlos. Krass. Dann hast du angefangen. Also wie viele Jahre hast du gesagt, boah, die Gitarre ist es? Angefangen mit Gitarre spielen habe ich, als ich 7 war. Okay. Bin ja durch meinen Bruder gepusht worden. Und mein Vater ist halt Gitarrenlehrer und Klavierlehrer und Chorleiter. Und hat viel klassisch gesungen früher. Wow. Und ja, dann hat mein Bruder halt auch früher angefangen, Gitarre zu spielen. Und hat mich dann dazu gepusht, ey, mach das doch auch, Junge. So. Ist der Wahnsinn. Macht der heute auch noch Musik? Ja. Okay. Ja. Das heißt, so als Duo wäre das mal eine Idee oder macht ihr auch zusammen Musik? Wo wir oft, also ich bin auch Pfadfinder. Okay. Bin ich auch, seit ich 7 bin. Zeitgleich mit der Gitarre. So ungefähr, genau. Und da hat mich auch mein Bruder rein. Also von meinem Bruder habe ich super, super viel so mitgekriegt bekommen. Dann nehme ich an, er ist dein großer Bruder. Ja, das ist genau. So cool. Und vor allem Pfadfinderlieder haben wir viel, viel zusammen gesungen und dann auch mehrstimmig. Und also echt, das ist. Okay, also Gesang war irgendwie schon mit dabei. So, weil ich wollte dich nämlich eigentlich fragen, hast du mit dem Instrument angefangen und darüber raus entwickelt, auch Songs schreiben zu wollen? Oder war der Gesang zuerst da? Das ist, also die Gitarre war nicht zuerst da? Oder kam alles? Nee, also Gesang war eher da. Ach, so, auf jeden Fall, ja. Okay. Und dann habe ich irgendwann Gesang kurz aufgehört, weil ich dann eher, oder dann habe ich halt eher gepfiffen. So, also. Krass, das heißt, pfeifen kannst du auch.
Ganz normal pfeifen, ich glaube, das können halt viele. Ja, manche können ja so ganze Lieder pfeifen und sie treffen auch jeden Ton. Also ich finde es voll schwierig, so alle Töne perfekt zu treffen beim Pfeifen. Ja. Wissen wir das Pfeifen? Kann... Wir können es auch nachher rausschneiden. Das geht nur dann, wenn ich nicht lachen muss. Wieso? Was ist jetzt? Ich weiß nicht, was ist gerade lustig an der Sache. Es ist ein ernstes Interview. Ja, wirklich. Guck mal, ich habe gerade das Bild vor Augen, wie ich auf dem Bett hocke als kleines Kind und versuche... Genau das wollte ich jetzt eigentlich... Und dann... Mama, ich kann pfeifen. Irgendwie so war das. Keine Ahnung. Ich finde es toll, dass du diesen Moment jetzt mit uns geteilt hast. Das war jetzt wirklich so, als ob man so Zeit zurückversetzt. Ja, voll. Deswegen habe ich gerade gelacht. So. Krass. Es gibt Leute, die können es nicht. Mhm. Es gibt Leute, die sagen nie den Satz, Mama, ich kann pfeifen. Ja. Also habe ich zumindest gehört, dass es die gibt, die das nicht können. Also faszinierend. Mhm. Und was war dann so deine ersten Lieder, die du gepfiffen hast? Bist du irgendwie so ein Pfadfinderlied oder so? Pfadfinderlied. Ja. Oh, ich schreibe gerade mit meinem Bruder und einer Freundin zusammen ein Pfadfinderlied für ein großes Pfadfinderlager, was wegen Corona jetzt verschoben wurde und hoffentlich nächstes Jahr stattfindet. Davon kann ich natürlich noch nichts preisgeben. Ich wollte gerade sagen, das dürfen wir nicht verraten. Ich weiß nicht, ob du das Lied Sich bewegen angehört hast von mir. Bestimmt. Ich bin immer jemand, der sich den Titel nicht zum... Wenn du es jetzt spielst, dann 100 pro. Ja, ich kann mal... Also jetzt freiwillig das Pfeifen, ne? Ist keine Pflicht hier. Ich habe gerade tatsächlich trockene Lippen. Willst du einen Schluck von deinem Ingwertee? Ja, den hast du ja ziemlich heiß gebrüht. Ich guck mal. Ja, ich weiß. Ich kann auch mein Labello, an das Corona können wir nicht teilen. Aber vorsichtig. Das klingt über das Mikrofon immer besonders toll. Ja, es fehlt noch. Keine Ahnung, ist dieses. Ah ja. Jedes Wort, das wir einander sagen, ist ein Wort, das aufbaut und zerstört. Stellen wir die richtigen Fragen, schenken wir den richtigen Worten unser Gehör. Und lass uns darauf achten, was wir sagen, denn jedes Wort bewegt ein Stück weit die Welt. Ja, jedes Wort bewegt ein Stück weit die Welt. Ich habe Gänsehaut. Oh. Sieht man das? Weiß ich, in der Kamera gleich genau, wenn man es sieht. Wow. Ey, du, das ist ja so krass. Du spielst und es geht sofort. Das finde ich immer. Manchmal ist es so, dass man Lieder irgendwie länger hören muss und sich reinfinden muss. Und du spielst los und es geht wieder. Weil ich habe das nämlich auf Instagram, da hattest du irgendwie einen Post, dass du auf der Straße gespielt hast. Aha. Und da hat irgendjemand drunter geschrieben, er ist vorbeigekommen, es hat ihn sofort irgendwie erwischt. Okay. Und ich finde das jetzt echt live, ist doch nochmal. Mit dir noch mal viel krasser, als wenn man jetzt eine fertige Aufnahme oder ein Video, da sieht man mal wieder, was live bedeutet. Klar, auf jeden Fall. Also, aber dass ich sofort Gänsehaut bekomme, das passiert echt jetzt nicht so in der Regel. Also, wenn man länger irgendwie in einem Konzert ist irgendwie, dann fühlt man sich rein, aber ich weiß nicht, wie du das machst, aber es geht echt direkt. Krass. Cool. Danke. Ich bin gerade, wow, willst du noch schnell irgendwas spielen? Ich bin gerade sprachlos. Ich kann den Refrain von dem Lied spielen. Also, was ich dazu sagen wollte, weil wir gerade bei Pfadfinderliedern waren, das war ein Lied, was ich geschrieben habe für einen Singewettstreit. Also, bei Pfadfindern gibt es oft so, kann man sich so vorstellen wie so ein Singer-Songwriter-Wettbewerb. Okay. Ach doch, da habe ich doch irgendwo was am Rande bekommen. Das war auf der Burg Ludwigstein. Mhm. Und dieses Lied habe ich für diesen Wettbewerb geschrieben. Eigentlich sind... Genau, das gibt's auch auf meinem YouTube-Kanal. So, weil ich irgendwie... Ich habe vor einer Woche eine Wohnungsbewerbung geschrieben. Mhm. So. Und die wollten auch irgendwie einfach was zu meiner Person zu wissen. Okay, wo... Mhm. Was ist meine Überzeugung? Wo dahinter stehe ich? Oder wow, sowas. Und ich habe den einfach immer intensiver... Aber es war, das ist cool. Es war schön. Also es ist eine Genossenschaft. Ja. Okay. Und die legen auf sowas mehr Wert als jetzt. Ich habe auch keine Schufa oder sowas eingereicht oder so. Sowas gibt's? Tatsächlich schon. Also es ist halt eine Genossenschaft. Voll schön, voll schön. Und da habe ich auch
habe ich auch den dieses Lied angehängt und gesagt, das ist so, das, was ich, Ja. wie es in mir drinnen aussieht Ja. quasi. Das kann ich so besser ausdrücken als Ja. jetzt, Das ist als Musiker schon als das praktisch, zu ne? schreiben. Ja, tatsächlich Das schon. ist echt voll. Muss ich auch mal ausprobieren. Sehr cool. Hat's geklappt? Das schneiden wir dann raus, ob es geklappt hat Ich weiß mit. es noch nicht. Ah, okay, Also, ich habe gut. es erstmal weitergeleitet. Ich Sehr gut. weiß keine Ahnung, ob sich das überhaupt schon jemand an Ja. durchgelesen Ah, hat ich finde oder es voll so. schön. Ja. Genau. Wenn du noch was spielen willst, weil ich habe nicht noch eine Frage, dann lasse ich dich aber zuerst spielen, wenn du Wie du jetzt gerade nicht willst. mehr hast. Es Ja gut, ne, gibt dann mache ich bestimmt es noch gleich. genug Gelegenheiten, Was zu spielen? down the line was zu spielen. Ja. Ja, dann machen wir es doch im Anschluss an die Frage, weil das passt vielleicht ganz gut. Weil mich würde natürlich, und ich glaube auch alle, die zuschauen, würde interessieren, wie du Songs schreibst. Also hast du da irgendwie einen Lieblingsort, wo du hingehst, der dich inspiriert? Ist es tatsächlich das Reisen oder auf dem Fahrrad? Ich habe das erste Lied meiner Band, habe ich auf einem, ist mir die Idee auf einem Fahrrad gekommen tatsächlich, Kein von der Spaß. Schule. Und zwar hat mir ein Freund neulich den Text geschrieben, Text geschickt. Also das abgetippt. Der Refrain ging irgendwie so. Ich hab kein, das ist ewig. Wie viele Jahre ungefähr? Boah, das war die erste Band, so richtig, keine Ahnung, 14, 15. Okay, krass. Irgendwie so richtig simple Melodie irgendwie. Oh nein, was ist denn bloß mit unserer Welt geschehen? Oh, eigentlich, ich habe den Text da. Das ist Ich voll muss eigentlich nur. schön. Ja, dann hol, ja. Können wir noch im Unplugged-Wohnzimmer-Konzert dann machen? Okay. Wir können Müsst jetzt hier aber. nicht so viel spielen, das wird ja dann sehr lang. Das macht. Wir wollen jetzt das Lied Na hören. gut, dann müsst ihr Ja, das. Ich nee, hole ich schon mal halte die die Gitarre. Magst du mir einfach kurz das Oder Handy so. geben? Das Handy, das steht da. Ach so. Genau. Also, ich will es jetzt hören. Okay. Weil ich meine, das ist krass. Es klingt schon voll heftig, obwohl es dein erster Song mit der Band war, so? Einer der ersten? Ja, genau. Ey, ich finde, also mein erster klang nicht so. Ich kann dir gleich mal mein erstes Lied vorsingen. Das klang dann noch ganz anders. Hier, genau. Lied hieß Unsere Welt. Voll schön. Ich kann auch halten, ne? Sag Bescheid, wenn. Ich glaube, es geht tatsächlich Ja, so. probier, wenn nicht, dann halte ich. Ja. Der Refrain. Genau, nur mal den Refrain. Oh nein, was ist denn bloß mit unserer Welt passiert? Wo früher Wälder standen, sieht es aus wie rasiert. Oh nein, was ist denn bloß mit unserer Welt geschehen? Überall sind Felder und dicke Industrien. Genau, das ist der Refrain. Wahnsinn, ey, ich finde, es klingt schon voll so ausgereift. Ich finde, manchmal ist einfacher total super. Also, ich meine, es ist total prägnant. Man sagt ja auch in den einfachen Akkorden, also die meisten Lieder, die nur so mit drei Akkorden geschrieben haben, sind manchmal so Ja. richtig krasse Hits. Es gibt ja auch so die Aha. gewissen drei Akkorde, die wohl immer irgendwie Hits produzieren. Ja. Angeblich. Also, ich finde nicht generell, weil es kommt ja dann doch ein bisschen auf den Rest an. Nicht nur auf die Akkorde, aber nee, finde ich krass. Also, für einen der ersten Songs klang meins Das nicht. klang, ja. Ja, und den hast du am Fahrrad. Ist dir der eingefallen? Der Text Der dazu, Text. genau. Und vielleicht auch die Melodie. Ich habe aber auch viel nachher auf dem Fahrrad einfach Musik gemacht und bin dann oft zur Schule gefahren, habe meinen Ranzen auf dem Gepäckträger gehabt, Ja. die Gitarre auf einem, oder meine E-Gitarre Ja. auf einer Tasche hinten und dann noch eine kleine Gitarre hier. Und dann habe ich auf dem Schulweg auf dem Fahrrad einfach Das Lieder gesungen, heißt, dein Lieder geschrieben. CD-Cover, wo du auch auf dem Fahrrad bist und soweit ich mich richtig erinnere, spielst in dem Ja, ich Moment. spiele da, Du habe da auch kannst gespielt. wirklich, also das ist kein Fake, du spielst wirklich, also du spielst Gitarre, während du Fahrrad fährst? Ja, Du also. musst das Publikum hinterherrennen. Ja, genau. Ja. Das ist ja, hast du keine Angst darunter? Nee, ich bin halt im Fahrrad aufgewachsen, so. Das ist ja der Und das Wahnsinn. ist eigentlich ganz natürlich, eigentlich. Ich bin froh, wenn ich gerade ausfahren kann, wenn ich beide Hände am Lenker habe. Weißt du, wo du das machen musst? In Portugal. Da gibt es eine Küste, wo die immer so Longboard skaten. Du kennst Ah, das das. Video, ja. Also die meistens Mädels, die skaten dann so ganz
smooth, also relativ langsam da so lang ja. und tanzen auf dem Skateboard. Mhm. Aber die haben dann meistens auch ihre Kopfhörer auf. Nee, gar nicht. Die haben meistens ein schickes Kleid an oder so und tanzen dann auf dem Skateboard mhm. und fahren diese Küste entlang. Ach, ja. Und das lassen die natürlich auch filmen und muss ich dir mal zeigen. Das wäre zum Beispiel ein Video. Mhm. Cool. Das war aber extra nach Portugal, weil sowas haben wir hier nicht, solche Küstenstraßen, die schön glatt sind und so. Ja, da kommen wir gleich zu einem sehr guten Thema. Vielen Dank für die Überleitung. Das ist ja perfekt. Portugal. Genau, nee, also Thema Reisen, also ja auch Portugal, Thema Reisen. Mhm. Ne? Also ich habe so das Gefühl, du bist ja jemand, der sehr krass gern unterwegs ist. Mhm. Den man irgendwie schwer irgendwie so an einem Ort lange halten kann. Was ist dann so dein Lieblingsort, wo du gerne unterwegs bist oder wo du gerne leben würdest oder wo du schon mal warst? Wo du sagst, das ist so dein Lieblingsort, Stadt, Land? Jedes Land hat irgendwie so seinen Charakter und ich selber reise oder ich reise immer nur zu bestimmten oder zu das, was ich sehe von einem Land, ist ja klein. Deswegen kann ich nicht ein ganzes Land beurteilen. Aber wo ich mich immer sehr wohl fühle, ist, wenn ich die Sprache nicht verstehe oder nur kleine Fetzen davon. Ja. Also so, dass ich mich gerade so halbwegs mit Händen und Füßen und ein paar Wortbrocken unterhalten kann. Das gefällt dir. Ja, das finde ich schön, weil es ist irgendwie so befreiend für den Kopf, weil man hört die ganze Zeit neue Klänge. Ja. Also ich hab auch voll die Affinität für andere Sprachen, so, die ich nicht unbedingt sprechen kann, aber ich liebe es, andere Sprachen zu hören. Krass. Und einfach wegen des Klangs. Ja. Aber du baust auch, also du singst auf Englisch und Deutsch. Mhm. Aktuell mehr Deutsch. Mhm. Was gefällt dir besser? Oder machst du es überhaupt so sprachlich abhängig? Oder sagst du einfach, wie der Song kommt? Oder du hast Phasen, wo du dich auf das und das konzentrierst? Das Album, was jetzt gerade im Veröffentlichungsprozess ist, ist komplett auf Deutsch. Ja. Und das erste Album, das waren zwei Deutsche, zwei Englische und auch noch ein paar auf anderen Sprachen drauf. Das heißt, du machst einfach so, wie du dich wohlfühlst und wie es kommt. Ja, wobei das, wo ich hin möchte nach diesem Album, ist wieder auch mehr Englisch, vielleicht auch ein paar deutsche Stücke trotzdem drin, aber mehr Englisch und dann auch paar Fetzen von anderen Sprachen drin. Du hast, irgendwo hast du schon ein paar andere Sprachen drin, ne? Hast du nicht irgendwo auch Spanisch oder? Spanisch nicht, weil das hört man sehr, sehr oft in Gitarrenmusik. Ja. Baskisch habe ich oder Griechisch oder Bambara. Krass. Ja, aber verstehst du das dann so komplett oder nur so ein paar Fetzen und du baust die ein oder wie läuft das? Ich meine, das sind echt viele Sprachen. Also das sind Sprachen, die habe ich eigentlich meistens gecovert. Das sind irgendwelche Lieder von, also entweder alte Volkslieder oder einfach von Komponisten. Und ich habe das gecovert und geguckt, wie kann ich das gitarristisch interessant machen. Okay. Und genau. Also du haust einfach alles rein, was dich so inspiriert. Irgendwie war in einem der letzten Posts so ein bisschen was so orientalisch ein bisschen klang. War das, wo kam das dann her? Was orientalisch klang? Meinst du, wo die Gitarre auch so liegt, dann erst zum Lauf ist und dann, das war einfach irgendwie improvisiert irgendwas, so eine Linie. Ja. Und dann halt dieses Tramutan, das Traum. Die Hälfte der Strophe davon. Krass, also du improvisierst auch einfach so mal. Super gerne. Wow. Ja. Okay, krass im Moment. Das heißt, findet dazu auch dein Songwriting, also wenn du jetzt mal nicht im Fahrrad schreibst. Schreiben tue ich ja nicht, manchmal kommen Ideen dabei. Also du machst ja nicht so Gitarre kurz hinten und dann schreibst du so auf dem Fahrrad. So nächstes Step, so freihändig schreiben. Schreiben tue ich eigentlich, nee, also ich nehme halt immer mit meinem Handy die ganzen Recordings auf und da mache ich auch so, ja. Genau. Mhm, genau, habe ich auch ein System, wie ich das ordne und... Ich nicht. Ja. Ach, da gibt's kann man ein System machen. Also das System, was du machen kannst, ist ja der Name. Mhm. Und alles, was, also alles, was ein neues Stück ist, komponiert, ist bei mir immer ein C vorne dran zum Beispiel. Ah, okay. Ich habe irgendwas mit Farben neulich entdeckt. Dann dachte ich mir, das wäre ja auch mal irgendwie ganz gut, wenn man das farblich markieren kann in den Notizen. Mhm. Das ist natürlich auch eine Idee. Also, ach, für Text schreiben dann? Ja. Das mache ich auch am Handy. Wo machst du das? Ich sammle das immer rein. Mhm. Und dann mache ich es auf Blatt Papier. Ich starte meinen Tag immer mit Komponieren oder Schreiben.
das mag ich auch am allerliebsten. Ich weiß, da fällt einem am meisten ein, wenn man damit als allererstes startet. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Songidee habe, dann weiß ich garantiert, um die Uhrzeit kommt da mehr raus als irgendwie abends. Echt faszinierend. Aber du musst wirklich ein Blatt und einen Stift noch so. Ja, aber meistens dann doch einfach auch die Gitarre. Und die Gitarre, ja. Krass. Nee, ich muss es am Computer abtippen, weil ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Ha, geil. Das ist so wirklich. Da mache ich dann so, geil. Vor allem, wenn ich in so einem Flow bin, du weißt ja, wie das dann ist. So, boah, du schreibst so, so ganz. Und dann so, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung mehr. Ja. Dann kann ich von vorne anfangen. Deswegen muss ich echt am Computer abtippen. Okay, krass. Das ist ein bisschen, weil eigentlich bin ich auch so ein bisschen mehr altmodisch. Ich liebe dieses Blatt- und Stiftpapier-Feeling. Aber ich habe davon recht wenig. Außerdem ist es dann irgendwo unsortiert. Und so habe ich das am Computer. Ja. Aber finde ich cool, also du startest deinen Tag so mit Songwriting und dann, wie geht's dann weiter? Gerade jetzt in der Corona-Zeit war ja nicht viel mit Reisen und dem, was du eigentlich machst, mega viel live spielen. Hast du dann trotzdem deinen Tag so strukturiert, dass du wirklich diszipliniert da mit deinen Sachen so weitergemacht hast? Wie sah dein Tag dann da so aus nach dem Songwriting jetzt? Also kommt drauf an, dreimal die Woche mache ich Sport. Und wenn ich das mache, dann mache ich das vor dem Songwriting. Dann ist das das Erste am Tag. Ah. Weil es ist auch super cool, einfach aufzustehen und dann voll einfach im Körper zu sein. Und genau, da ist das immer, ist auch cool. Das finde ich super, weil bei mir ist auch immer so, ne, ich will den Moment nicht verpassen, kreativ zu sein. Aber wenn ich den Sport nicht vormittags mache oder morgens, dann werde ich über den Tag so faul, dass der Sport dann irgendwo hinten runterfällt. Dann denke ich mir, nee, der Song, der ist wichtiger. Dann macht er keinen Sport. Ich habe tatsächlich so eine rigide Reihenfolge. Wenn ich Sport mache, mache ich Sport als Erstes. danach kommen Songwriting oder auch Improvisation manchmal. Okay. Oder Freestyle. Dann übe ich Gitarre. Im Moment übe ich Tremolo und so ein Einhand-Tremolo, wo man nur... Genau. Und dann singe ich mich ein. Okay. Und an Tagen, wo ich Sport mache, ist das bis 11 Uhr erledigt. Und wenn ich keinen Sport mache, dann bis 10 Uhr. Okay. So. Das ist quasi so eine Regel, die ich mir gesetzt habe. Und danach mache ich bis 1 Uhr Orga-Sachen. So. Büro. Also. So Bürokram. Bürokram, genau. Irgendwie jetzt ein Musikvideo organisieren, was in zwei Wochen anläuft. Und einen Trailer schneiden für Instagram oder sowas. Ach, du schneidest auch alles selber und so. Also das kannst du auch. Nee, also nicht diese Videos. Das nicht. Okay, aber so das kleinere nur, Sachen würden gehen. Also auf einem, aus einem Video, was schon fertig ist, kann er aber sagen, den Teil finde ich schön, daraus schneide ich eine halbe Minute raus. Okay, aber du kannst jetzt nicht auch, du machst jetzt nicht noch deinen ganzen Schnitt und so. Nee. Okay, so, da, so, das kann da, ich zum Beispiel auch. Ich bin Freund davon, das abzugeben und mich darauf zu konzentrieren, worauf wo ich gut bin. Weil sonst gibst du ja Zeit ab. Ne? Für die Dinge, die du eigentlich machen möchtest. Und das ist so, finde ich, als Musiker total schwierig, da eine Balance reinzukriegen. Und wirklich, es ist so wichtig, da die richtigen Leute zu haben, um sozusagen sich auf Seins konzentrieren zu können. Weil ich habe es jetzt auch wirklich bei meinem Release gemerkt, ich kam gar nicht mehr zur Musik, weil da so viel Orga angefallen ist. Und ich habe sogar Leute, wo ich auch abgeben kann. Und trotzdem, und das ist halt so das Ding, deswegen finde ich das wahnsinnig spannend, dass du das auch sagst mit abgeben. Wie sieht es denn, also bis 1 Uhr machst du dein Büro, ich finde es voll geil, dass du das so mit Zeiten hast und so voll. Hältst du es immer ein? Oder gibt es auch Tage, wo du sagst, heute nehme ich mir frei? Oh, also wenn, dann überziehe ich es eher. Also heute zum Beispiel, es klingt jetzt wirklich nerdig, ich mache am Ende jeden Abend, oder jedes, ich habe so 12 Gewohnheiten, die ich jeden Tag durchziehen will. Das ist so diese Reihenfolge am Morgen zum Beispiel drunter. Und jeden Abend mache ich immer ein Kreuz, ob ich es gemacht habe. Und eine dieser Gewohnheiten ist, alle Gewohnheiten am Tag gemacht zu haben. Und heute habe ich es nicht geschafft, weil ich einen Trailer noch schneiden musste für die Single, die heute rausgekommen ist. Und das hat 3 Minuten länger gedauert. Also dann war ich 3:03, aber heute Abend werde ich da kein Kreuz machen. So, also das ist wirklich ein bisschen nerdig, aber das hilft mir einfach, on track zu bleiben. Wow, mega diszipliniert. Krass, also Respekt, ne? Also ich bin dann so, dass ich mir, ich bin dann so, dass ich mal locker bin und dann sage, ah, hast du eigentlich schon, also ich würde das Kreuz auf jeden Fall machen.
Ich wäre trotzdem voll zufrieden. Ja, krass. Nee, finde ich, ich finde das so spannend, wie das jemand anders macht, ne, wenn man das mit seinem eigenen vergleicht. Jetzt hast du schon deine Single erwähnt. Ne? Das ist ja eigentlich jetzt so mit das Wichtigste heute. Die heißt Vorbei. Worum geht es jetzt nochmal für alle, die es jetzt ne, noch überhaupt nicht so viel über dich wissen? Wie ist der Song entstanden? Und vor allem, was mich total interessieren würde, wann hast du den geschrieben? Aha, der Song ist tatsächlich schon etwas älter. Habe ich, so ist es bei mir nicht auch meistens, deswegen frage ich. Und es ist halt so einfach der Herzschmerz-Song schlechthin. So. Das war nach meiner, ja, nach meiner ersten richtigen Romanze. Es war mega romantisch. Wir haben uns am Lagerfeuer das erste Mal geküsst. So. Wow, so richtig und klassisch. In der Singerunde irgendwie, also wo einfach, also ja, Pfadfinderromantik nennt man das. Okay, den Begriff habe ich ehrlich gesagt, höre ich gerade zum ersten Mal. Aber oder Lagerromantik, kann man jetzt auch sagen. Genau, und das ist dann einfach auseinandergegangen. Und das hat einfach krass viel getan. Ich meine, jeder kennt das Gefühl, glaube ich. Es ist in diesem Sinne nichts Besonderes so. Ja. Aber es tut einem doch ziemlich weh in dem Moment und dann habe ich diesen Song halt geschrieben. Ja, nee, kann ich voll nachvollziehen, weil deine Welt ist ja komplett na, so erschüttert und dann, wo soll man mit diesem Gefühl hin und also ich bin da auch voll so, dass ich da dann nur einen Song schreiben kann, um da irgendwie ne, mit klarzukommen, das zu verarbeiten und ich finde, es ist halt wirklich so, dass Musik einfach Therapie ist. Also ich finde, also ich therapiere mich mit meinen Songs so selber. Also das ist total so, deswegen kann ich das so nachvollziehen. Weiß diejenige von dem Song? Nein, ich glaube nicht. Okay, meinst du, sie checkt's, wenn man den Song jetzt hört? Ach, ich weiß nicht, ob sie mich so... Also wenn sie den Song... Ich weiß nicht, ob sie den Song hören würde. Ja. Wir haben jetzt nicht so Kontakt. Ob sie es checken würde... Nicht unbedingt, weil, also, der Song wäre, glaube ich, auf mehrere Romanzen beziehbar. Okay. Also es ist relativ allgemein sozusagen, es ist kein Detail oder so drin, wo sie total genau weiß, das hat jetzt nur bei euch stattgefunden oder so. Oh Gott, das ist jetzt voll, wir quatschen so von uns. Okay, wir können auch abschweifen. Alles gut, also ich habe kein Problem damit. Es sind halt schon Sachen, die wirklich zwischen uns charakterlich oder so spezifisch nicht funktioniert haben. Aber so ähnliche Erfahrungen habe ich tatsächlich auch mit anderen gemacht. Okay. Also das ist aus gleichen Gründen nicht funktioniert. Ja. Von daher ist es schon spezifisch, aber vielleicht auch ein Thema von mir. Okay. Oder von denen... Das werden wir jetzt einfach offen. Das ist eigentlich spannend. Mal sehen, was die nächsten Songs so bringen. Auf jeden Fall machen wir gleich mal Werbung, wenn man wissen will, wie es weitergeht bei dir. Na, du bist auf verschiedensten Plattformen ja zu erreichen. Also Instagram, da sind wir ja auch miteinander ziemlich connected. YouTube, wie wir hier sehen. Was ist so deine Lieblingsplattform, wo du sagst, da halte ich mich am meisten auf und welche magst du am wenigsten bist du trotzdem? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine böse Frage. Das sind so die Sachen, mit denen ich mich halt selber auch beschäftige. Am meisten halte ich mich auf jeden Fall auf Instagram auf. So, da bin ich tatsächlich ziemlich aktiv. Was ich noch so mitnehme, ist TikTok. Wirklich, du bist auf TikTok? Ja. Ich habe ein Profil angelegt, aber ich habe noch nichts gemacht, weil es ist irgendwie so diesen Einstieg zu schaffen. Aber dann folge ich dir einfach mal auf TikTok. Ja. Freue mich, wenn du mir auch folgst und dann können wir... Ja, vielleicht gemeinsam TikTok noch toll finden. Ja. Ja, also die Karriere startet jetzt auf TikTok demnächst bei dir. Das heißt, es macht Sinn, dir da zu folgen. Das auf jeden Fall gerne auf TikTok folgen. Facebook? Ja, also, aber nicht so aktiv. Man kann auf Instagram, wenn man das postet, kann man ja immer sagen, okay, postet man gleichzeitig auch auf Facebook. Ich weiß es genauso. Und, besser geht es eigentlich gar nicht, oder? So richtig, das ist so der Klick für die Faulen. Ja, aber Kommentare oder so, das lese ich trotzdem. Und wenn die Leute was schreiben, dann lese ich das oder antworte ich natürlich auch. Nee, das mache ich tatsächlich auch, weil ich war früher voll viel auf Facebook. Aber irgendwie seit dem Moment, wo ich Instagram entdeckt habe, weiß ich nicht, da ist irgendwie so mehr Nähe.
Auf Instagram habe ich das Gefühl. Instagram ist auch leicht einfach. Facebook, da gibt es so viele Spaß. Funktionen. Es ist relativ kompliziert eigentlich. Ja. Tatsächlich. Ich finde auch, Instagram macht halt einfach Spaß, weil du weißt einfach so, nicht bei allen, du weißt, was zu tun ist. Und bei Facebook ist es irgendwie so eine Art, also ich bin so ein bisschen blockiert, so nah mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Das ist irgendwie schöner. Ja, vielleicht von der Anwendung her, dass es einfach mehr Spaß macht. Ja. Krass. Okay, also das heißt, du hast TikTok, Facebook. Bist du Facebook, hast du da auch so eine Künstlerseite oder sozusagen eine Privatseite, worüber du Instagram teilst? Beides. Also ich teile das auf meine Künstlerseite. Okay, ich also mache ich es auch. Privatseite, aber... Ich mache es genauso, ja, Was ich auch eine Zeit lang gemacht habe, das ist auf meine Künstlerseite und dann das auf meinem Privatkonto. Ja. Irgendwie nochmal geteilt, ja. So, weil die Künstlerseite hat meistens nicht so viel Reichweite, weil Facebook das irgendwie einschränkt. Ja, bei mir ist das auch so. Irgendwie geht bei Facebook nicht so viel. Ja, das stimmt. Gefühl. Ja, habe ich auch gehört, dass das eingeschränkter ist. Hast du Twitter? Twitter habe ich nicht, nee. Hast du nicht? Hast du Twitter? Ich habe Twitter. Aber ich muss sagen, ich bin noch nicht so ganz sicher, was ich da... Also ich teile dann auch auf Twitter, aber ich habe so für mich diesen Flow, den ich jetzt auf Instagram habe, den habe ich bei Twitter noch nicht entdeckt. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen eine andere Art, wo man sich ein bisschen reinfinden muss. Also ich will auf jeden Fall mich da noch mehr reinfinden, aber sind wir mal ehrlich, also mir geht's so, wenn man sich wirklich den ganzen Tag nur online aufhält, dann würdest du als Künstler keine Musik mehr machen. Und deswegen finde ich es fast besser, man ist auf ein paar weniger Plattformen intensiv unterwegs, als man ist irgendwie... Also mir ist es ein bisschen zu viel online sein. Da verliert man den Bezug zum, ne? Ja, tatsächlich. Mehr vom Handy als am Instrument ist nicht richtig. Auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so schlecht, auch für die Fans oder Fans. Ich mag lieber so Begriffe auf Augenhöhe, so Community mag oder sowas. Mag ich auch, ja. Wenn die Community weiß, okay, das ist jetzt so die Hauptplattform und darüber irgendwie erfahren die alles. Ja. Oder das... Allermeiste auf jeden Fall, weil zum Beispiel so Content für hohe Qualität oder einfach gute Videos, das ist einfach YouTube. Eben, und auch nicht so die Masse einfach, ne, um irgendwelche, also ich bin so, dass ich dem Algorithmus jetzt nicht mein Leben so widme, ne, also ich kann jetzt nicht nur, weil jetzt der Algorithmus sagen würde, du musst heute was posten, werde ich nicht irgendwas mir aus den Fingern sagen, obwohl ich gerade nichts teilen werde, nur damit der Algorithmus zufrieden ist. Also das soll man ja teilweise machen und ich mache es echt so, wenn mich was bewegt, teile ich es und wenn mich gerade nichts bewegt oder ich einfach in meiner Musik bin, dann wird auch nichts gepostet. Also ich handhab's so, aber viele würden sagen, oh Gott, der Algorithmus. Ja, ich glaube, man kann das von zwei Seiten sehen. Und zwar zum einen, wie die meisten sagen. Wenn man sagt, okay, ich will heute nichts posten oder ich will nichts in meine Story packen oder sowas, kann es ja auch aus dem Grund sein, weil man Angst hat, was zu teilen. Absolut. Und wenn das der Grund ist, dann ist es cooler zu sagen, ich mache es trotzdem. Absolut, ja. Genau. Nee, da bin ich... Die Balance zu finden, die finde ich voll, dieses abzuwägen. Okay, ist es jetzt, weil du irgendwie Angst hättest, das zu teilen? Also ich beschäftige mich auch gerade ganz viel mit dem Thema Angst, ne? Weil zum Beispiel auch, da kommen wir dann gleich zu Live-Performance und so weiter noch dazu. Aber das hast du so gut gesagt, weil das abzuwägen, mache ich es jetzt aus, ich habe keinen Bock, weil ich gerade was Besseres mache, im Sinne von, ich bin gerade wirklich in einem tollen Moment musikalisch und werde dir nicht unterbrechen, nur um, ach, ich brauche noch eine Story. Dann machst du das Foto, stellst in die Story und dein Flow ist weg. Das geht nicht, weil das macht keinen Sinn. Ich mache ja nicht Musik, um mich dann selber aus dem Flow zu nehmen, um was für Instagram zu posten. Voll. Aber auch die Angst, so, boah, irgendwie würde ich es jetzt gern teilen, aber ich mache es dann doch nicht. Da hast du vollkommen recht. Und das habe ich festgestellt bei mir, dass ich das manchmal aus der Angst nicht mache. Und das habe ich mir jetzt fest vorgenommen, da so voll reinzugehen. Ja. Weil auch so dieser Live-Talk, wo wir uns getroffen haben, nämlich. Ja, das war auch ein bisschen Schiss, oder? Ja, das ist so Schiss. Ja. Weil es nämlich mein zweiter Live-Talk überhaupt, nee, mein zweiter, wo ich alleine drin bin. Und ich habe mich noch so mit diesen, ich bin alleine und da sind Leute, aber ich habe irgendwie, ich sehe die nur durch das Telefon. Weißt du, da komme ich noch nicht so klar aus. Ich habe dann jemanden, deswegen fand ich so toll, dass du dich reingeklinkt hast, weil ich habe mir so gedacht, oh Mann, wäre es jetzt schön, wenn ich irgendwie jemanden hätte, der mit dem reden könnte. Und dann stellst du so die Anfrage, ich denke mir so, oh, genial, ne? Und das war so ein schöner Vibe. Also ich bin dir so dankbar, dass du vorbeigekommen bist und dass wir uns jetzt heute schon wiedersehen. Da kommen wir aber nochmal jetzt zum Thema. Also über den Single hatten wir gesprochen. Du bist ja eigentlich wahnsinnig viel live unterwegs.
Wie ist es bei dir? Du bist auf der Straße unterwegs gewesen, du hast aber auch schon vor ziemlich großem Publikum gespielt und du machst auch vielen Sachen zu Hause und im Wohnzimmer-Style und so weiter auch. Was ist so dein Lieblings, deine Lieblingsart? Alles ist cool. Wieso habe ich diese Antwort erwartet? Ja, also ich würde sagen, was am meisten Mut erfordert, ist auf die Straße zu gehen. Finde ich auch. So. Weil da spielst du vor Leuten, die haben dich nicht gefragt. Da spielst du vor Leuten, die folgen dir nicht oder deiner Musik oder sowas. Ja. Die jetzt haben vielleicht einen komplett anderen Musikgeschmack, Ja. sind voll in einem anderen Vibe, haben gerade überhaupt gar keinen Bock auf dich. Ja. Und du spielst halt trotzdem Ja. einfach. Und das irgendwie, ich habe auch vielen so richtig, kann man zensieren, keine Ahnung, so richtig abgefuckt in U-Bahnhöfen gespielt. Keine Ahnung, U8 oder also Hermannplatz Ja. direkt unten oder Krass. Moritz, Moritzplatz heißt Moritzplatz, es. ja. Genau, da ist mein Fahrrad Ja. geklaut worden, als ich da gespielt habe. Ah. Und ich habe so abgefahren viel gelernt, weil es ist echt so eine Challenge. Ich habe da teilweise echt Ja. einfach stundenlang improvisiert und auch Ja. meine Songs gespielt. Ja. Und es ist so eine Challenge, bei sich zu bleiben. Oh, Und nicht zu ja. sagen, okay, wie ist die Reaktion? Nein. Also bei den anderen zu sein im Sinne von, ich Ja. möchte euch was geben, ich möchte mit euch verbunden sein, aber wenn euch das nicht gefällt, dann Ja. ist es egal so. Ja. Also genau, und auch nichts zu erwarten Ja. an Lob oder auch an Geld oder so, sondern einfach zu sagen, hier, ich Für bin die jetzt hier Musik. und ich will euch was geben und gleichzeitig will ich auch für mich einfach voll in der Musik sein. Absolut, Und das ja. war immer wie so eine Meditation irgendwie. Okay, so kann man es natürlich auch Und betrachten. Als ja. Meditation. Ich finde es wahnsinnig aufregend. Also ich habe früher ganz viel Straßenmusik gemacht, wo ich angefangen habe mit Musik. Und ich war wahnsinnig aufgeregt, weil, wie du sagst, na, was gibt's Krasseres? Weil ich hätte immer so Angst, boah, ich belästige die Leute jetzt so mit Voll, was, die nicht ja. hören wollen. Und Ja. es gab dann Leute, die waren so dankbar dafür und so gefeiert und die haben auch richtig Geld irgendwie, die wollten unbedingt was geben und dir danken dafür. Und dann gab es auch welche, da gab es einen, der ist vorbeigegangen und man spielt halt sein Programm, irgendwann wiederholt sich's. Und der war wohl einkaufen, hat ein Lied gehört und wie er zurückkam, war zufällig das gleiche Lied wieder dran. Und dann sagt er so, jetzt spielen die immer noch das. Boah, sowas setzt Jetzt man. spielen die immer noch Immer was? noch das, Ja, ja, okay. immer noch das Lied. Immer Ja. noch das gleiche. Dabei haben wir einfach nur das Programm wiederholt an der Stelle. Und das ist dann halt so. Ja, es ist ne? So schön. So, also da hat man richtig gemerkt, er ist genervt davon. Ne? Ja. Und das ist dann so, okay, weggucken. Ne? Und es ist ja auch okay, es muss nicht jedem gefallen. Voll, Ne? Und das voll. lernt man da, glaube ich, auf der Straße so am besten. Weil auch wenn du was rausbringst, ich meine, das ist doch völlig in Ordnung. Die Geschmäcker sind so verschieden. Absolut. Das ist doch völlig in Ordnung, wenn es dir nicht gefällt. Aber auf der Straße kriegst du es halt eins zu eins mit. Voll, Wenn richtig. jemand das auf YouTube anhört und sagt, oh, ist ja gar nicht meins, dann kriegst du es halt nicht mit auf der Straße so direkt. Ja. Krass. Ja, Ja. absolut. Bist du noch aufgeregt? Also ich meine, Straßenmusik hast du jetzt selber gesagt, ist eine Challenge so. Ist es eine Art, du bist nervös? Oder machst du dir Sorgen, ob es gefällt? Machst du dir überhaupt noch Sorgen, ob es gefällt? Das hast du Lampenfieber, bevor du auf eine Bühne gehst, weil ganz ehrlich, du ziehst da durch von einer Bühne auf die nächste. Man meint, es gibt nichts Leichteres für dich. Bühne ist tatsächlich eigentlich ziemlich leicht, finde ich, weil es ist, wenn ich meinen Tag einfach so gestalte und gucke, okay, ohne irgendwas zu haben, okay, also wie es jetzt während Corona die ganze Zeit der Zeit ist oder so, wie gestalte ich meinen Tag? Ich muss jeden Schritt quasi selber eine Entscheidung treffen. Das kann ich mir ein bisschen Ja. abnehmen, indem ich meinen Tag Einen einteile, Plan so, und mir machst. einen Plan mache. Aber trotzdem, man muss immer Entscheidungen einfach treffen, so. Ja. Und dann geht es auch immer, wenn, oder viel, ein großer Teil von Musik machen ist ja nicht Musik machen, sondern üben. Also Oh ja. ganz akribisch zu gucken, okay, was kann ich besser machen und Ja. sowas. Und das Ja. macht auch Spaß, ist aber auch anstrengend. Total. Und auf der Bühne Ja. ist es einfach nur rauslassen. Weil du Es ist vorbereitet bist. einfach Ja. raus, ist einfach Leben, ist einfach Atmen. Krass. Und Ja. die Vorbereitung ist auch so cool, weil das Wichtigste, um ein gutes Konzert geben zu können, ist
dass du dich wohlfühlst, dass Absolut. Du ausgeruht bist, dass du, ja. Keine Ahnung, gut geschlafen hast, dass du gut ernährt bist, dass du dich gut das bewegt stimmt. hast davor, dass du ja. coole Kontakt hattest vorher. Ja. So eine beste Einsingübung ist eigentlich, mit anderen Leuten zu reden und zu lachen oder sowas. Auch es gibt gut. nichts Besseres eigentlich. Ja. Man denkt immer so mit sich alleine sein, aber eigentlich ist ja genau das Gegenteil der Fall dann. Also. Ja, beides funktioniert, ja. aber so dieses... Keine Ahnung, Gespräche und dann dabei lachen, das ja. ist sehr, sehr, sehr Voll powerful. Schön, super Tipp und, jetzt so auch. Ja. Und ja, und es geht halt darum, wirklich alles in diesen einen Moment zu legen und dann auch voll in seinem Körper zu sein. Ja. Und ich mache dann auch immer viele Bewegungsübungen und wärme mich viel auf vom Konzert und so. Und das ist einfach sehr, sehr konzentriert dann. Auf jeden Fall. Und das ja. liebe ich. Man muss keine Entscheidungen treffen, ja. weil alles klar ist. Ach so, okay, ich finde die Sichtweise ist echt super. Wo ich immer live total Angst habe, wo ich so an mich selber die Erwartung irgendwie habe, ist, wenn ich mich, ich finde, verspielen ist nicht schlimm, weil es passiert jedem. Ne? Also ich meine, ich hatte mal ein Konzert, da habe ich mich tatsächlich nicht einmal verspielt, aber das kam emotional gar nicht so krass wie andere, wo ich mich richtig verhauen habe. Also für mich selber, wie auch wie es ankam. Ja. Nur ich habe so Angst, wenn ich mich verspiele, weil man kreiert ja irgendwie so einen magischen Moment. Ne? Und das Beste ist, wenn du mit dem Publikum so in einen Moment zusammen erlebst, so wirklich krass verbunden. Und wenn man sich dann verspielt, finde ich, kickt's einen kurz aus diesem Flow. Und da denke ich mir, nein, ich will weder das Publikum rauskicken, noch mich selber. Und ich habe dann Angst, die Magie zu unterbrechen. Ja. Deswegen habe ich, glaube ich, so, so einen Respekt vorm Live-Spielen. Und ich glaube, das hat gar nicht so viel zu sagen. Ich weiß es nicht. Wie ist es bei dir? Verspielst du dich noch, wenn du so viel übst? Ja, klar. Ja. Klar. Also, das Beruhigend. Ist aber. Ja, das ist aber auch nicht. Nee. Also, ich meine, ich weiß nicht, ob Perfektion jetzt besser ist. Überhaupt. So. Wie gesagt, die Emotionen ja. haben dann bei dem einen total irgendwie, weil man so fokussiert war und es gar nicht sich fallen hat lassen können. Ne? Also das heißt, du verspielst dich auch und es ist voll egal und du machst dann... Ja, oder wenn ich irgendwie, wenn ich es richtig fühle, dann gehe ich mit der Stimme auch mal woanders hin. Ja. So, und dann kann es auch mal sein, dass ich dass ich mich da ein bisschen auf Glatteis bewege oder sowas. Ich kenne das bei mir auch, ja. Aber dafür macht es einfach viel zu viel Spaß. So. Ja, ich meine, das ist das, was dann, glaube ich, auch rüberkommt. Ja, ne? Und das Publikum fiebert ja auch mit. So. Absolut. Und ja... Keine Ahnung. Ah, finde ich gut. Ich glaube, das nimmt auch echt ein bisschen so die... Das entspannt mich auf jeden Fall, deine Antwort. Sehr cool. Ich muss mal ganz kurz nachfragen, wie es denn mit der Zeit aussieht. Weil ich glaube, wir sind so ein bisschen... Es ist viel zu schön. Wir verquatschen um so naja, ein bisschen. Naja, es wird ein langes Interview. Ne? Wir sind jetzt bei 42 Minuten. Wow, okay. Ich finde das gar nicht, so ihr lange. Ihr könnt rausschmeißen, was ihr wollt. Wir sind auch relativ gut durch, muss ich sagen. Was noch interessant wäre, spielst du noch ein anderes Instrument oder willst du gerne noch ein anderes Instrument lernen? Ich habe mal Harfe ein bisschen gespielt. Ich habe mal Panflöte ein bisschen gespielt. Wieso habe ich jetzt ein klassisches Instrument eigentlich erwartet? Wahnsinn. Ja, voll speziell so. Ja, Harfe hat mich eigentlich eher... ich habe mal auf einem Pfadfinderlager auch... zugegebenermaßen sehr hübsches Mädel gesehen, was Harfe gespielt hat. Und dann hat sie mir gezeigt, wie man Harfe spielt. Aber es ist nicht so jedes Mädchen, wo es in der Single drum geht. Nee. Okay. Nee. Das war ein bisschen später. Das ist gut, weil sonst hätten wir jetzt nämlich, glaube ich, einen Tipp gegeben. Wenn sie jetzt Harfe spielt. Okay, also es ist nicht das Mädchen, das Harfe spielt. Es bleibt geheim, genau, weiterhin. Genau. Ja, und das war eher so keltische Musik. Okay. Die mich so bei Harfe so fasziniert hat. Und Panflöte deshalb, weil das so das einzige Instrument ist, wo ich mit der Gitarre gleichzeitig spielen kann und dann halt aber auch ein anderes Instrument spielen kann. Jetzt sag mir bitte nicht, dass du währenddessen noch Fahrrad fährst. Das habe ich nicht gemacht, aber ich hatte auch keinen vernünftigen Halter für die Panflöte. Ich habe mir dann hier in die Hosentaschen so Stäbe reingesteckt und dann unten in die Röhre von der Panflöte auch Stäbe und dann die Gitarre da drüber und das ging dann schon so. Ich glaube, das ist das abgefahrenste Interview, das ich je gemacht habe. Ich bin total, okay, was stelle ich denn da jetzt noch für die Frage? Ja, und Klavier habe ich halt auch gespielt. Danke. Was ganz Bodenständiges, was so richtig langweilig ist.
in Anführungsstrichen, im Vergleich zu den ganzen außer, ja, ich meine, es ist echt was Besonderes, ne? Also man sagt so, ich höre im Interview ich immer so, das, was ich auch mache, Klavier, dann noch Gitarre und dann hat man noch zu guter Letzt die Blockflöte irgendwann mal ausprobiert. So, das ist so, ne? Habe ich neulich auch im Radiointerview und dann so, ach ja, wieder mal die Blockflöte, ne? Also die kommt halt immer. Und bei dir, weiß ich nicht, finde ich es toll, dass du auch Klavier. Hast du das dann dir selber beigebracht oder gelernt? Oder wie kamst du oder dein Bruder? Mein Papa ist ja Klavierlehrer und meine Mama spielt sehr gut Klavier und meine Schwester auch sehr gut. Und aber von denen habe ich das eigentlich nicht. Also ich habe irgendwann, als ich mich vorbereitet habe für die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule, wusste ich, okay, ich muss auch Klavier spielen. Ja. Und dann habe ich tatsächlich an der Musikhochschule angefangen, Klavier zu lernen, und meine Geschwister oder Eltern haben mir auch Tipps gegeben, so. Oder auch Übungen. Bei, ja. Und ja, und dann, als ich in Hannover, Rostock und Dresden studiert habe, war Klavier immer Nebenfach. Das ist irgendwie immer so mit grundtechnisch immer mit dabei, ne? Genau. Also das ist egal, was man macht, Klavier ist genau. Ich habe es aber relativ stiefmütterlich behandelt. Also, naja, warum auch? Man kann es nicht im Fahrrad spielen. Richtig. Ganz, das ist eigentlich ganz Kategorie. Genau. Ganz genau, und ja. Was echt am Klavier blöd ist, man kann es nicht so schlecht mitnehmen. Also da leide ich auch immer so ein bisschen drunter. Ja. Es ist wirklich unhandlich. Es gibt irgendwie noch kein Klavier, was man zusammenklappen und also außer so ein ganz kleines, was man mitnehmen kann. Ja. Nee, dann verstehe ich auch deine Auswahl besser. Ja, siehst du. Erklärt sich eigentlich alles von selbst. Was sitzen wir hier überhaupt? Ist auch eigentlich alles logisch. Aber ich finde es schon krass, weil deine Familie ist ja, die ist ja komplett musikalisch. Also schon, ja. Das hast du ja von zwei Seiten so richtig krass. Das heißt, die wohnen natürlich wahrscheinlich jetzt nicht alle in Berlin. Bist du dann oft zu Hause oder wie ist das so? Wir sehen uns vielleicht so, also gut, wir sehen uns schon öfters, aber so, dass wir uns alle zusammen treffen, das ist Ostern und Weihnachten. Okay. Und das ist auch schon, seit ich ausgezogen bin, war das immer so. Also ich war auch teilweise mal ein ganzes Jahr lang nicht zu Hause. Okay, krass. Und also so oft sehen wir uns nicht, aber wir sind schon sehr, sehr eng. Es ist aber auch schön, wenn es so über die Distanz so eng auch bleibt. Mhm. Weil ich habe ein Bild auf Instagram gesehen, da habe ich gedacht, oh mein Gott, jetzt hat dein Zwillingsbruder. Mhm. Dann dachte ich so, Moment, ich habe da nochmal hingeguckt. Ich wusste nicht, im ersten Moment nicht, ob du der linke oder der rechte bist. Und dann habe ich aber irgendwie dann drunter, hast du was geschrieben und so weiter. Und dann dachte ich, ah, okay, also ihr seid keine Zwillingsbrüder so, aber ihr seid extrem eng verbunden. Das heißt, der besucht dich regelmäßig. Ich habe auch noch eine Schwester. Das habe ich jetzt gerade auch mitbekommen, und, ja, ich glaube, von ihr habe ich vielleicht noch kein Foto auf Instagram, keine Ahnung. Aber wir besuchen uns hin und wieder, alle paar Jahre. Alle paar Jahre. Und krass, ach, voll schön. Ja, aber wir schreiben auch oder telefonieren. Und jetzt schreibe ich mit meinem Bruder halt auch dieses Lied zusammen. Voll schön, ja. Genau. Krass. Wow. Jetzt, ich glaube, wir sind eh schon Richtung Ende. Ich will nur keine Frage vergessen haben, weil es ist einfach zu spannend, mit dir zu quatschen. Wirklich, weil gut, wir könnten jetzt natürlich noch später noch ein bisschen reden, aber dass wir nicht für die Zuschauer irgendwas vergessen, was spannend ist. Ja, wir müssen aufhören, weil der Ingwertee sich dem Ende neigt. Genau, der Ingwertee ist leider leer und deswegen, wenn man so viel sammelt, dann werden die Stimmlippen trocken. Genau. Wir können noch ganz kurz, was vielleicht interessant ist, klären, ob du auch für andere Künstler schreibst oder dir es vorstellen könntest zu schreiben. Puh, ich habe das Gefühl, ich bin schon sehr ausgelastet mit dem, was ich tue. Glaube ich, ja. Was ich cool finde, ist, mit anderen Leuten was zusammen zu machen. Also mit anderen Leuten was zusammen zu schreiben oder zu komponieren. Das habe ich noch nicht so oft gemacht. Tatsächlich. Aber dafür bin ich sehr offen. Also, ja, genau. Also Direct Message und Instagram hier für gemeinsames Schreiben. Genau. Ja, ich finde so Sessions, die haben echt was total Besonderes, was total Eigenes. Ich glaube einfach, das Beste ist so diese Connection mit den Leuten, so intensiv in der Gruppe. Also ich liebe es total. Aber es ist auch, finde ich, was total anderes. Ich glaube, es ist nicht so leicht, weil die Sessions, die ich bisher hatte, wo ich versucht habe, mit anderen Songs zu schreiben, es war immer nicht so einfach irgendwie. Ja. Dann muss man auf Ideen kommen oder sowas. Und
Jetzt mit der Freundin und mit meinem Bruder ist es was anderes. Das Lied wird richtig geil. Das wird richtig Bombe. Ich bin so gespannt. Mhm. Aber man kennt sich halt. Ne? Das ist halt wahrscheinlich auch ein Wahnsinnsvorteil so. Also ich finde, man braucht einfach Zeit, um sich mit anderen Künstlern so reinzufühlen. Wie schreibt der und so? Und ich finde, in so Sessions hat man immer recht wenig Zeit und soll dann irgendwie so auf Knopfdruck irgendwie was produzieren. Ich glaube, also bei mir war es die Übung. Also okay. ich fand es wahnsinnig schwierig. So am Anfang, weil ich dachte so, wie machen die das alles in der kurzen Zeit? So, und jetzt, ja, hier und das und das. Aber man kommt, es wird besser. Also ist meine Erfahrung. Also du machst es, oder hast es schon öfters gemacht? Genau, also ich habe es öfters gemacht. Also durch Corona ist jetzt leider nicht so viel zustande gekommen, wie ich gerne gehabt hätte. Aber ich mache es öfters und es ist einfach was ganz anderes, als alleine zu schreiben. Also es gibt, das ist einfach auch von den Songs her, die ich alleine schreibe, das ist so krass intim. Da könnte ich zum Beispiel vielleicht jemand noch drüber schauen lassen, aber da sage ich, das muss so sein an der Stelle. Und in der Session sagt halt jemand, ja, sorry, deine Strophe ist schön, aber das passt jetzt nicht. Und dann kann ich auch nichts mehr sagen. Dann muss ich sagen, gut, aus, ne, raus. Und aber das ist halt dieses Ding da, so eine, ja, so ein Ding, was man gemeinsam irgendwie dann hat zu finden. Also es ist viel schwieriger, aber auch extrem spannend, weil man lernt. Im Songwriting habe ich dort extrem viel gelernt. Das gerade in den schwierigen. Gerade in denen, wo das du die Zähne ausgebissen hast. Das glaube ich. Ja. Was ich aber öfters gemacht habe, ist, ich habe, ich hatte ja viele Lehrer auch einfach und ich habe Songs von mir immer in den Unterricht gebracht. Okay. So, und dann haben die sich das angehört und viel Feedback auch gegeben. Also da ist schon sehr, sehr viel entstanden. Das stimmt, es ist eine Art Session-Ähnlichkeit ja eigentlich, wenn man es schon mal teilt. Ja. Ne? Und nicht nur mit sich alleine zu Hause sitzt und dann so, hier, bitte, schon ist es. Ne? Gut, also ich bin sehr zufrieden. Okay. Weil wir haben nämlich wirklich nicht nur die ganzen Fragen, weil ich mache eigentlich immer nur zwei Karten, damit es nicht passiert, dass wir die Zeit überziehen. Ja, ist halt doch. Aber passiert. Wir hatten noch eine unsichtbare dritte Karte, die mit Fragen irgendwie jetzt entstanden ist. Ich glaube aber für den Moment, wir treffen uns dann einfach nochmal, weißt du, um weitere Fragen zu klären. Ich finde es wahnsinnig schön, dass du hier warst, dass wir uns so, ja, eigentlich schon privat unterhalten konnten. Ausblenden. Genau, jetzt Schnitt. Und willst du noch zum Abschluss vielleicht deine Single irgendwie kurz anspielen? Und wir danken uns bei dir, dass du heute unser erster Gast nach langer Zeit warst. Und hoffentlich sehen wir uns dann zum Konzert wieder hier bei Unplugged Wohnzimmer. Ansonsten, ich verabschiede mich und jetzt hören wir die Single Vorbei von Dominik Friedrich. Ja, aber davor vielleicht auch noch von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Vielen Dank für alle, die sich das angeschaut und angehört haben und die sich meine Musik auch irgendwo halt anhören. Ja. Genau. Let's go. Sind wir gespannt. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Das ist schön. Das ist so wie, wie so Erinnerungen oder aus dem Tagebuch vorzulesen oder so. Ich bin jetzt schon lässt mich die Wochentage vergessen. Ich weiß nicht mehr, was heute war. Hast du alles, was mit uns war, vergessen? Weißt du nicht, was du für mich bist? Es ist vorbei, dieser Moment mit dir. Und doch ist mir noch nie so was Schönes passiert. Es war so still und so intensiv. Es war so hoch und so tief. Unter deinem Fenster, um auf dich zu warten. Du siehst in mir etwas, das ich nie war. Was macht dir Angst? Was lässt dich warten?
Ich kann nichts dafür, nichts dafür, was dir vor mir geschah. Was Schönes passiert, es war so still und so intensiv, es war so hoch und so tief. Ich will dich halten, doch lass dich los. Dein Glück ist wichtiger als ich. In mir ist Feuer, in dir immer noch Glut. Ich will dich halten, doch ich lass dich los. Was zwischen uns ist, ist ungewiss. In mir ist Feuer, in dir immer noch Glut. Es ist Feuer. Es war so still und so intensiv. Es war so hoch und so tief. Es ist vorbei, dieser Moment mit dir. Und so ist mir noch nie so was Schönes passiert. Yes. Großartig, wirklich. Voll schön. Ich hatte schon wieder Gänsehaut.